Ja, einen wunderschönen guten Abend hier am Herner Giesenberg nach dem Ruppert Derby. Das ist eine e.V. gegen die Moskitos. Zuerst möchte ich mich mal bei 2667 Zuschauern bedanken. Es war sicherlich eine gute Atmosphäre, eine sehr emotionale Eröffnung. Wir haben ein tolles Spiel gesehen, wie immer beim Derby. Und jetzt haben wir ein bisschen durchschnaufen können und hören uns jetzt die Statements der beiden Trainer. Ich begrüße Frank Henkes, den Trainer der Essener Moskitos, und ich begrüße Danny Albrecht, den Trainer des SNV. Herr Henkes, wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, guten Abend von meiner Seite. Erstmal Gratulation an Daniel und an seinen Herren zum Sieg heute. Dann hat sie Pickel gesagt, klar, war eine hervorragende Kulisse wieder, aber sind wir, brauchen wir gar nicht mehr erwähnen, bei den Serbischen gewohnt. Besser geht es einfach, die super Stimmung von den Fans und Spiel auch wieder. Es ging wieder um ein Tor heute. Das sind wir auch gewohnt und das spricht für die gute Qualität des Eishockeys. Was unser Spiel betrifft heute, ist auch ganz einfach. Wir haben gesehen, wo haben wir das Spiel verloren heute, im ersten Drittel. Da waren wir nicht, haben wir keinen Zugriff gehabt. Da waren wir mental nicht im Spiel. Da musste der ein oder andere Spieler sich ja fragen, wie man sich dann mental auf so ein Spiel vorbereitet. Alles voll, ist ein Derby. Da muss man nochmal 20-25% von der Mentalität zulegen, von der Aufmerksamkeit. Das hat uns gefehlt. Das haben wir aber dann im zweiten und dritten Drittel umso besser gemacht. Da habe ich unsere Mannschaft sehr gut gesehen. Wir haben auch die Chancen gehabt, viel Unterzahl gespielt. Wir haben aktuell das beste Unterzahl in der Liga. Das haben wir heute auch wieder gezeigt. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht vom Tor. Und die Chancen, die wir in Überzahl hatten, wir hatten auch die eine oder andere Chance gehabt, auch nochmal am Ende das zu entscheiden. Da haben wir zu wenig Qualität gehabt von der blauen Linie. Einfach die Schüsse von der blauen Linie waren nicht so in die Überzahl, wie die hätten sein müssen. Da muss man auch das Tor treffen. Anscheinend ist das die schwierigste Position im Eishockey, freie Schuss von der Mitte, das Tor zu treffen. Kann ich nicht verstehen, aber anscheinend sehr, sehr schwer. Da fehlt uns wirklich Qualität. Da hätten wir es auch auf in einer oder anderen Situation entscheiden können. Im Großen und Ganzen geht der Sieg dann in Ordnung. Wir, gerade nach dem ersten Drittel, bin ich zufrieden, dass wir noch einen Punkt geholt haben hier. Für uns ist auch jeder Punkt wichtig und ja, müssen wir, wie ich immer sage, auf Boden bleiben, hart weiterarbeiten. Machen wir auch. Und nochmal Gratulation, bis zum nächsten Spiel. Dankeschön. Schönen guten Abend zusammen. Erstmal alle ein gesundes neues Jahr. Wir haben uns ja noch nicht gesehen. Danke, Frank, für die Glückwünsche. Ja, unterschreibe ich, was Frank gesagt hat. Also das erste Drittel haben wir sehr, sehr gut begonnen. Wir hätten vielleicht noch ein, zwei Tore mehr schießen müssen zu der Zeit. Zweite Drittel war halt viel über Unterzahl und hat auch viel Kraft gekostet. Und das hat man dann am Ende bei uns ein bisschen gemerkt. Wir haben auch seit Wochen eben einen relativ kleinen Kader. Und ich bin froh, dass nächste Woche einige wiederkommen. Und haben eine sehr, sehr tolle Kulisse erlebt heute, finde ich. Und am Ende freue ich mich über die zwei Punkte und dass wir 4 von 5 Derbys gewonnen haben. Danke. Ansonsten wünsche ich einen schönen Start in die Woche. Einige müssen ja nach längeren Ferien wieder zur Schule gehen. Denen wünsche ich auch viel Glück. Und ansonsten noch einen schönen guten Abend. Applaus